Hallo Ulrika. Hallo Gunnar. Wer bist du und was machst du? Mein Name ist Ulrika Schöne. Ich bin von Beruf IT-Beraterin, Jahrgang 59. Beschäftige mich intensiv mit Politik und Medizin und bin Corona-bedingt seit dem Jahr noch intensiver an diesem Thema dran und habe mir viele Gedanken zu den Themen gemacht und bin da auch aktiv unterwegs. Über Medizin? Über Politik. Habe ich gerade Medizin gehört? Auch. Okay, genau, es kommt. Aber wir reden ja jetzt nicht über Medizin. Deswegen hatte ich mich gewundert. Über Politik und die Gedanken sind durch Corona verstärkt worden, waren aber vorher schon da oder sind sie erst dadurch eben gekommen? Corona ist so eine kleine Initialzündung für Themen, aus meiner Sichtweise, die wir eigentlich schon lange in unserer Gesellschaft haben. Und Corona ist für mich nur ein Spiegel von vielen Dingen, die schon lange auf uns zukommen und die wir einfach nicht gesehen haben, wo wir als Gesellschaft verlernt haben, hinzugucken und jetzt einfach mit der Nase draufgestaucht werden. Und ein Thema ist halt unsere politische Gesellschaft, unser Parteiensystem, unser politisches System, wie es tickt, wie es die Menschen wahrnehmen und was sie für Chancen eigentlich hätten, aber seit Jahren vergeben. Die Chancen sind da, sagst du? Die Chancen sind da. Also ich denke, jeder hat gesehen, dass wir das eigentliche Thema Corona nicht auf der Straße werden lösen können. Dazu taugen wir Deutschen wohl nicht so richtig. Und deswegen brauchen wir politische Wege. Und unser Wahlsystem gibt Themen vor, die wir nur nicht wahrnehmen seit 70 Jahren. Unser Wahlsystem sieht vor, dass wir eine Erst- und Zweitstimme haben. Und mit dieser Erststimme könnte jeder Bürger auch einen parteifreien Direktkandidaten wählen. In jedem Wahlkreis darf sich jemand parteifrei aufstellen. Das wird aber seit Jahrzehnten kaum benutzt. Und diese Möglichkeit würde bedeuten, dass wir theoretisch die Möglichkeit haben und eigentlich als Volk damit auch das Recht haben, in unserem Parlament 50% Bürger sitzen zu haben, die keiner Partei angehören. Wieso wird das von so wenigen wahrgenommen, was denkst du? Das ist die große Frage unserer gesellschaftlichen Situation. Ich denke, wir sind heute in dieser Situation, weil wir Jahrzehnte in einem Staat gelebt haben, wo es uns gut ging. Wir haben im Wohlstand gelebt und immer mehr Menschen haben verlernt hinzuschauen. Politik hat stattgefunden alle 4 Jahre mit einmal Kreuzsetzen. Und damit war der Demokratie Genüge getan. Und wir haben verlernt, einfach hinzuschauen und Verantwortung selbst zu übernehmen. Wir haben die Verantwortung Schritt für Schritt an die Politik, national wie international, abgegeben. Und letztendlich ernten wir jetzt genau diese Ergebnisse. Und wer sich nicht irgendwie mit dem Thema auch beschäftigt, wer nicht versteht und sich reinliest, was Demokratie eigentlich bedeutet, was die Grundwerkzeuge, was die Funktionsweisen einer Demokratie sind, der wird irgendwann auch nicht mehr sehen, dass die Demokratie anfängt zu zaubern und die Basis der Demokratie verlässt. Also wir haben die gesetzlichen Möglichkeiten, dort auch wirklich etwas zu verändern. Aber wie soll das genau gehen, indem man jetzt seine Zweitstimme an normale Bürger, parteilose Bürger abgibt? Was soll sich dadurch ändern? Nein, nicht die Zweitstimme. Die Zweitstimme ist den Parteien vorbehalten. Die Erststimme, jetzt habe ich mich, ja, danke. Die Erststimme. Mit der Erststimme wählen wir einen Direktkandidaten. Heute stellt jede Partei einen Direktkandidaten auf und den wählt die Masse der Bürger mit ihrer Erststimme. Es wäre aber Möglichkeit der Bürger in jedem ihrem Wahlkreis zu sagen, hey, wir machen Vorschläge, wen wir aus unserem Wahlkreis wirklich da sitzen haben wollen. In einem geeigneten Auswahlverfahren stellt man am Ende fest, aus einem Pool von Menschen, die sich da ergeben haben, wer wäre jetzt der vertrauenswürdigste, engagierteste, bestgeeignetste Mensch aus unserem Wahlkreis, den wir auf dem Wahlzettel haben wollen. Und wenn dieses Verfahren stattgefunden hat, steht auf dem Wahlzettel ein parteifreier Direktkandidat, der von allen gewählt werden kann. Wie könnte denn so ein Auswahlverfahren aussehen und ist es nicht viel zu kompliziert, beziehungsweise sind die Menschen dann nicht viel zu überfordert von sich da groß noch auch solche Gespräche anzugucken und Auswahlverfahren? Das ist die grundlegende Frage, die du ansprichst. Was ist anstrengend, was ist überfordernd? Ich habe noch nie die Meinung vertreten, dass Demokratie einfach ist. Demokratie ist für mich eine Pflanze, die gepflegt werden muss. Und genau das haben wir einige Jahrzehnte nicht mehr getan. Ja, und hinschauen und mitmachen erfordert Engagement und Anstrengung. Aber es ist nicht kompliziert. Man kann geeignete Verfahren, das kann sogar jeder Wahlkreis für sich tun,
Bürger finden sich zusammen und sagen, hey, macht Vorschläge. Wir machen eine Liste, wir machen irgendein Gremium. Dort werden die Vorschläge gesammelt, was die Menschen vorschlagen aus ihrem Arbeitslebensumfeld. Was sind Top-Leute, die wir dahin haben möchten? Und dann gibt es am Ende Gesprächsrunden oder andere Optionen, wo man sagt, stellt euch vor, erzählt, was ihr für Pläne habt, was ihr für Ideen habt. Wir haben eine Wertebasis, auf der basiert alles. Wie passt ihr dazu? Und dann gibt es irgendwann eine Entscheidung. Meine, dafür kann man verschiedene Verfahren entwickeln. Da gibt es keinen Mechanismus, der festgelegt ist. Könnte jeder Wahlkreis, können die Bürger für sich entscheiden, wie sie das machen möchten und zu einem Konsens kommen wollen. Und am Ende steht aber ein Mensch da, der keiner Partei unterworfen ist, keinem Parteiprogramm, keiner Parteidisziplin, der als freier, selbst als Volksvertreter da wirklich in den Bundestag einzieht. Wie soll dadurch ermöglicht werden oder vielleicht sogar gewährleistet werden, dass das eine Entscheidung ist, die uns wirklich weiterbringt? Also natürlich, so eine Parteilosigkeit bringt auch viel mit sich, aber bringt eben auch mit sich, dass man nicht gegen die, okay, sagen wir, gegen den Klüngel der anderen Parteien in den Parlamenten und in den Hinterzimmern so gut ankommt. Man wird dann vielleicht ausgebotet, man wird einfach überstimmt durch diese Mehrheit. Schauen wir uns das Parlament mal an. Wir haben heute, eigentlich hat unser Bundestag 598 Sitze. Aktuell haben wir 709 durch die ganzen Überhangmandatsgeschichten. Würden die Bürger von dieser Option umfassend Gebrauch machen, hätten wir auf einen Schlag 299 Sitze im Parlament mit parteifreien Kandidaten belegt. Das heißt, alle Parteien, alle zusammen, hätten nur noch die zweite Hälfte der Sitze, nämlich auch 299 Sitze. Es gäbe keine Option mehr, eine Regierung, eine Konstellation zu bilden, die durchregieren kann, die über die Opposition hinwegsetzen kann sich, weil sie niemals die absolute Mehrheit hätten. Also das Thema große Koalition, was wir jetzt seit vielen Jahren als wirklich demokratieuntaugliches Instrument sehen, wäre Geschichte. Das würde bedeuten, im ganz konkreten politischen Arbeiten, jeder Gesetzesentwurf, jedes Thema, was im Bundestag ansteht, muss man auch mit den anderen Parlamentariern besprechen. Man muss lösungsorientiert nach Ansätzen suchen und kann nicht mehr per Order Mufti durchregieren. Könnte man denn überhaupt noch Koalitionen eingehen? Gibt es da noch sowas wie Fraktionen oder so? Also die Parteien können Koalitionen eingehen, selbstverständlich, wie sie möchten, haben aber eben damit keine absolute Mehrheit mehr. Und natürlich könnten diese parteifreien Direktkandidaten auch Fraktionen bilden. Gibt es keine Regelung dafür. Ob das sinnvoll ist oder nicht, das muss man sehen. Da gibt es auch noch keine Erfahrungswerte. Aber unser Wahlrecht und unser Parlamentsrecht gibt da keine Vorgaben, dass es gemacht werden muss oder nicht gemacht werden darf. Und denkst du, eine solche Möglichkeit, gesetzt den Fall, wir würden das irgendwie hinkriegen, dass jetzt bei der nächsten Bundestagswahl dann auch wirklich auf einen Schlag sehr viele Direktkandidaten in den Bundestag einzögen, gäbe es da überhaupt eine Chance, dass sich so viele fänden und auch gewählt würden, die zum Beispiel gegen die sehr rigorosen Maßnahmen sind und das Ganze wieder rückgängig machen könnten? Im Moment ist ja auch die Zustimmung der Bevölkerung, wenn man zumindest den Umfragen glauben will, zu den Maßnahmen sehr hoch. Gibt es überhaupt genug an Wählerpotenzial für diese Kandidaten? Zweischneidiges Schwert. Also prinzipiell bin ich überzeugt davon, wenn die Menschen erstmal von diesem Thema was wissen, wenn sie es verstehen würden, was eigentlich für Potenzial dahinter steckt, dann würden ganz viele erkennen, was sie da seit Jahren verschenkt haben und was wir eigentlich für einen großen Einfluss auf die Politik haben. Wir hören ganz oft in Medien Politikverdrossenheit. Ich weiß nicht, ist es Politikverdrossenheit oder Parteienverdrossenheit? Ich glaube, das bedingt sich gegenseitig. Aber ich glaube, es überwiegt die Parteienverdrossenheit, weil die Menschen sehen, was in unserer Regierung, und das ist nicht erst seit Corona, das sehen wir schon länger, passiert. Also irgendwo haben die Parteien ja letztendlich unsere Demokratie ein Stück weit gekapert. Wir haben mittlerweile ein Parteiensystem, das unsere Demokratie stellenweit ausgehöhlt hat. Natürlich würde so ein Verfahren, so ein Herangehen mit parteifreien Direktkandidaten ja nicht per se garantieren, dass jetzt, du sprachst Corona an, Corona-kritische Menschen in den Bundestag kommen. Natürlich das nicht. Aber wir reden ja von einem Thema, was eigentlich viel größer ist als Corona. Corona ist momentan unsere brennende Situation, gar keine Frage. Aber wir müssen ja
prinzipiell nach neuen Wegen suchen, wie wir unser politisches System gestalten. Ich denke, wir sehen deutlich, dass wir da am Anschlag angekommen sind, dass wir da in einer Situation gekommen sind, wo die Politik losgelöst ist von den Themen der Bevölkerung und sich nicht mehr als Volksvertreter, sondern eher als Volkserzieher versteht. Und das können wir mit so einem neuen Ansatz angehen, das Thema. Wie könnte das jetzt konkret aussehen, um überhaupt diese Idee, die ja schon besteht oder die Möglichkeit, die besteht, wirklich auch Realität werden zu lassen? Bräuchte man da nicht sowieso noch was wie eine Bewegung, vielleicht sogar nochmal eine extra Partei, eine Partei der Direktkandidaten, die darauf überhaupt aufmerksam macht, sodass, wie du eben sagst, ja, wenn wir jetzt auf einen Schlag das machen könnten, dann würde das wirklich wirken. Wie fängt man das überhaupt an? Das ist natürlich das grundlegende Problem, das du da ansprichst. Ich engagiere mich jetzt ungefähr seit einem Jahr dafür. Und es gab einige Initiativen deutschlandweit, die sich dafür stark gemacht haben. Dieses Thema prinzipiell gibt es schon seit 10, 15 Jahren. Doch es hat nie irgendwo Wirkung gezeigt. Durch Corona hat es plötzlich eine gewisse Bedeutung erlangt. Und es gab ein paar Initiativen, die sich dafür stark gemacht haben. Die haben sich auch zum Teil zusammengefunden und agieren gemeinsam und versuchen über Facebook-Gruppen, über Telegram-Kanäle, über Videos, sowas wie wir jetzt auch machen, das Thema an die Menschen zu bringen. Ja, leider ist die Situation so, dass die Resonanz nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, wie wir das gewünscht haben. Weil Menschen ganz schnell sagen, ja, ich schimpfe, ich bin dagegen, ich möchte das nicht haben. Aber sich zu engagieren, wirklich hinzugucken und Verantwortung zu übernehmen, selbst ins Handeln zu kommen, ist eine ganz andere Baustelle. Und ja, es gibt natürlich auch andere Optionen. Ich meine, wir sehen viele Parteien, die sich gerade gründen. Die meisten werden schnell wieder Geschichte sein. Aber es gibt auch eine Partei, die da ganz große Ambitionen hat, deren Werte ich hervorragend finde, die sich selbst auch nur als Basis, als Bewegung verstehen, eigentlich nicht als Partei. Die spannende Frage wird sein, wie der Weg ausschaut, wenn sie einmal im Parteiensystem drin sind. Und das ist eben genau das Thema, was ich sehe. Können wir wirklich innerhalb des Parteiensystems mit neuen Parteien oder neuen Ideen wirkliche Änderungen hervorrufen oder müssen wir dieses System Parteien komplett in Frage stellen? Und ja, wir werden verschiedene Wege brauchen, aber ich denke, eine wirkliche Lösung, ein wirklicher Weg zu neuen Ansätzen, dass wir wieder zu bürgernahen und auch regionalere Politik kommen, weg von diesen großen nationalen und auch internationalen Einflüssen, geht nur, wenn wir diesen Parlamentsbetrieb komplett umbauen. Könnten dann solche Direktkandidaten auch Minister werden? Und wenn ja, würde da auch nicht die Gefahr bestehen, dass sie nicht sozusagen genug ausgebildet sind, wobei das natürlich gerade etwas paradox oder sehr ironisch klingt, aber ja, weil sie ja, du sagst, das sind ja echte Menschen, das sind ja Bürger aus dem Leben, die auch noch einen anderen Job hatten bis kurz vor dann ihrer Amtszeit und die sich da vielleicht auch gar nicht einfach so, ja, wie Berufspolitiker eben drum kümmern können, rein zeitlich, und sich dann da vielleicht auch nicht einarbeiten können. Spannende Frage. Ich höre immer wieder von Menschen, ich bin ja bloß das, ich kann ja nur das, ich bin ja kein Politiker. Sind wir ehrlich, was für eine Ausbildung haben Politiker in Deutschland? Wir haben doch immer mehr den Zustand, dass Menschen von der Schule über junge Organisationen der Parteien direkt, manche mit Ausbildung, manche mit abgebrochener, in den Bundestag einziehen, ohne jegliche Berufslebenserfahrung. Also was für eine Ausbildung, was für eine Qualifikation haben Sie als Volksvertreter in Wirklichkeit? Keine besondere. Die hat jeder Mensch, der im Leben gestanden ist, der Familie hat, der arbeitet, der für sein Leben sorgt, als Angestellter, Freiberufler oder was auch immer, hat mindestens die gleiche Kompetenz. Und insofern ist diese demütige Haltung, die viele Menschen einnehmen, gerade zu der Politik gegenüber, vollkommen fehl am Platz. Wir können alle viel mehr, als wir uns gelegentlich vormachen. Du hast eben von der Basis gesprochen, nehme ich an, als neuer Partei, die versucht ja auch durch eine Methode, die einzelnen Mitglieder des Bundestags dann oder die gewählten Mitglieder an die Entscheidungen des Volkes noch zu binden. Also, dass sie da eben jetzt, oder sagen wir, dass sie eine Art Feedback-Verfahren haben. Hast du dich da mal mit beschäftigt und wie stehst du dazu?
Ja, ich finde diese vier Säulen, das ist dieses, was du ansprichst bei der Basis. Das sind die vier Säulen, die Wertebasis der Basis sind. Finde ich ein hervorragendes Konstrukt und sie beinhalten all das, was heute fehlt in der Politik. Für mich sind die wichtigsten Themen die Säule Freiheit, die Säule Macht, nicht Machtbarkeit, sondern Machtbegrenzung. Das ist das, was wir gerade in der Politik überall sehen, dass dadurch das Automatismen sind, dass sie über Jahrzehnte im Bundestag hocken, dass es keine Begrenzung der Amtszeiten gibt und viele andere Punkte mehr, haben wir eben den Machtmissbrauch überall. Und diese vier Säulen der Basis, sie sind ein hervorragendes Instrument, um den Bezug zum Wähler und zum Volk nicht zu verlieren und auch immer wieder abzufragen, was ist die Intelligenz der Masse, was sind die Entscheidungen, die dahinter stehen, was tue ich als Abgeordneter selbst, wem bin ich wirklich verantwortlich? Bin ich meinem Wähler verantwortlich, der Schwarmintelligenz der Masse, oder bin ich nur meinem fiktiven Mandat verantwortlich? Und das sind hervorragende Instrumente, die Basis hat und ich unterstütze sie massiv, bin da auch dabei. Nur die spannende Frage wird sein, wird die Basis, wenn sie einmal den Einzug im Bundestag geschafft hat, es schaffen, damit das System zu ändern oder wird das System die Basis ändern? Also dieses, was du eben gesagt hast, man müsste nur, ich bin da noch nicht ganz so dahinter gestiegen. Du hast gesagt, es gibt die Initiativen, aber es zündet noch nicht. Was fehlt denn noch? Also was fehlte, dass man jetzt wirklich diese Möglichkeit ergreift? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Alles, was man braucht, Ideen und das Volk zu bringen, ist Marketing. Und wir sind natürlich nur Initiativen, die einfach Ideen haben, die ihre eigene Mainpower haben, aber wir haben keine Durchschlagskraft, wir haben keine großen Medien, wir haben Corona-bedingt noch mehr Einschränkungen, dass wir wenig Veranstaltungen durchführen konnten. Und wir haben natürlich auch einen Finanzmangel. Das heißt, wir haben nicht die Power, die hinter Parteien steht, um sich darzustellen. Und dazu kommt, was ich schon erwähnt hatte, dass die Menschen eben doch eher geneigt sind, Organisationen oder Parteien nachzulaufen, als sich selbst zu engagieren, einzubringen, aktiv in solchen Bewegungen mitzumachen. Das sind die Haupthindernisgründe, die dazu geführt haben, bis jetzt, dass wir nicht dastehen, wo wir stehen wollten. Ja, dann versuchen wir das zumindest mal hier mit diesem Podcast und mit dieser Sendung, das ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen. Ulrika, vielen Dank für deine Anregungen und für deine Gedanken. Danke für das schöne Gespräch. Danke für die Gelegenheit und deine Aufmerksamkeit. Das hat mich gefreut. Tschüss. Dankeschön. Du sagst der Kaiser meiner Seele.